Ja, Jet muss aber ein bisschen Musik okay. hören. Jet meinte, ich finde Mac vielleicht im Blumenladen. Aber ich habe Zeit, in der Apotheke vorbeizusehen, falls ich will. Steph, ich arbeite an einem neuen Abenteuer für Haven. Meldet euch bei mir, falls ihr teilnehmen wollt. Und das wollt ihr. Welch Verrückter erwartet uns als nächstes? Schickt mir eine Nachricht und findet es heraus. Was auch immer es ist, ich bin dabei. Stopp. Steph hat geschrieben. Hey, hast du einen Moment, um im Laden vorbeizukommen? Vielleicht war es los. Nichts Wichtiges. Ich erzähl's dir, wenn du hier bist. Alex, kannst du in der Apotheke vorbeischauen? Ich denke, ich brauche deinen Rat. Geht klar. Oh, Erik! Hey, Pike. Hey! Wie geht's dir so? Ging schon besser. Mir ging schon besser. Ja, stimmt. Dumme Frage. Hey, ich will, dass du weißt, dass ich es ernst gemeint habe. Gabe war was Besonderes. Er konnte mich selbst an schlimmen Tagen noch zum Lachen bringen. Ja, das habe ich schon von so vielen gehört. Und, wenn du bereit bist, brauche ich noch deine Aussage für die Ermittlung. Ich werde bald bereit sein. Wir werden herausfinden, ob Mac ein Lügner ist. Wir werden es herausfinden. Komm gern bald vorbei. Ja. Ja. Kein Stress. Okay. Mal gucken, dass ich nicht in den ganzen Läden vorbeilaufe. Es ist unser Recht zu wissen, was mit unseren Jobs ist. Ich habe Typhon 8 Jahre meines Lebens geopfert. Und die können mir nicht mal eine einfache Antwort geben? Typhon interessiert sich einen Scheiß für die Leute. Ich kann es immer noch nicht fassen. Jemand ist gestorben. Die Situation ist echt beschissen. Aber sie könnten uns wenigstens sagen, was jetzt aus unseren Jobs wird. Ganz genau. Ich hoffe nur, dass der Stadtrat dafür stimmt. Hat einer von euch Loudon gesehen? Nicht seit seiner letzten Schicht. Armes Schwein. Wir sollten ihm mal ein Bier ausgeben. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, in der Apotheke vorbeizuschauen. Jet sagte, Charlotte will mit mir reden. Da ist die Apotheke. Wollen wir nächste Woche was unternehmen? Gern. Ich gehe Mittwochabend zum Töpfern. Willst du mitkommen? Zu dem Kurs? Mann, raffst du's nicht? Sie steht einfach nicht auf dich. Lass es. Echt hart. Jetzt bin ich gespannt. Ich immer was mit Katie. Komm doch mit. Wenn ich ihm sage, dass ich ihn mag, gehen wir aus und dann trennen wir uns vielleicht. Oh nein. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, in der Apotheke vorbeizuschauen. Nein, Alex. Charlotte will mit mir reden. Ich will doch... Nochmal. Nein. Wenn ich ihm sage, dass ich ihn mag, gehen wir aus und dann trennen wir uns vielleicht. Und dann verliere ich meinen besten Freund. Gefriendzoned, aber irgendwie doch nicht. Ei. Ah, das ist immer eine schwierige Situation. Den war wohl nicht danach, die Mine zu malen. Musst du leider selbst erleben. Ist ja. Vielleicht ein guter Zeitpunkt, in der Apotheke vorbeizuschauen. Von der Backel dann alles. Jet sagte, Charlotte will mit mir. Ich hatte sowas noch nie. Oh, sorry. Wir sind uns schon begegnet. Du bist Gabe Chans Schwester, oder? Alex, ja.
Ich kannte ihn nicht gut. Die ist falsch, die ist aber er falsch. Hatte ein großes Herz. Mein herzliches Beileid. Irgendwas stimmt nicht mit ihrem. Irgendwas ist da falsch. Warum kommen Sie aus der Apotheke? Ist sie nicht von der Minenfirma? Ist das nicht das mit den Sponsoren und so? Charlotte? Alex! Hey! Jet meinte, dass du mich sehen willst. Ich wollte bloß wissen, wie es dir geht. Ich bin okay, ich lenke mich ab. Ich habe versucht, mich ein wenig abzulenken. Ja, Ablenkung hilft. Und bei dir? Ich kann mir gar nicht vorstellen, was du durchmachen musst. Ganz ehrlich, ich versuche mich für Ethan zusammenzureißen. Ihm geht's schlecht. Ich habe gehört, dass es ihm echt schwerfällt. Gabe war im Prinzip wie sein Vater. Er verschließt sich. Das hat er noch nie getan. Egal wie schwer es war. Bleib stark, er braucht Zeit. Das wird sie selber wissen. Bleib stark. Bleib stark. Ihr könnt die schweren Zeiten überstehen. Gemeinsam. Leichter gesagt als getan. Ja. Echt wahr. Ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass die einzige Person, die mir helfen könnte, mit Gabes Tod umzugehen, Gabe wäre. Was ist das? Da haben wir es. Das ist ein Dokument. Von Typhon. Falls ich unterschreibe, stimme ich zu, nicht zu klagen. Für eine Abfindungszahlung. Eine hohe. Anni, einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Über wie viel reden wir hier? So viel, dass ich Ethan aufs College schicken kann. Scheiße. Sass. Wirst du es unterschreiben? Ich weiß nicht. Ich versuche zuerst an Ethan zu denken, aber... Was würdest du tun? Würde ich Gabe damit verraten? Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Die Frage ist ja, ist das relevant, dass sie klagen soll, muss, kann, darf? Weil wir könnten ja immer noch klagen. Wenn ich das halt jetzt wüsste, ne? Oder ob sie die Einzige ist, die klagen kann. Das ist halt so. Im Endeffekt... Sollte das Geld egal sein, weil wir müssen dafür sorgen, dass diese Drecksfirma rauskommt. Nein! Nein! Du musst vor allem an Ethan denken. Wenn das Geld hilft, solltest du es annehmen. Danke, Alex. Das bedeutet mir viel. Mit Maus zu spielen. Diese Einverständniserklärung wirkt... Diese Einverständniserklärung wirkt echt dubios, aber Ethans Zukunft ist wichtiger. Ich freue mich, dass du vorbeigekommen bist. Sieh dich es wohl, ist so schön, mit Maus zu spielen. Es ja, ist okay. So schön, weil man auch die ganze Zeit sehen kann, auf welcher Seite man gerade ist. Nee, nix lost. Also, das ist... Scheiß Maus. Sie meint, es sei kein Verrat.
Mir wird dabei trotzdem schlecht. Ja! Total. Aber Gabe hätte es verstanden. Kacke. Glaspfeifen sind so cool. Das sind nicht nur Kunstwerke, sondern machen dich auch high. Okay, wir werden damit jetzt einfach leben. Ist zwar eine Entscheidung, die ich nicht machen wollte, aber wir werden damit leben. Ich guck gerade, ob wir irgendwas Interessantes sehen. Gibt's an kalten Tagen was Entspannteres als eine Tasse Gras? Oh, wait. Nach allem, was passiert ist, könnte ich davon echt was vertragen. Mann, die kicken hoffentlich gleich rein. Ich schlafe gerade nie länger als 3 Stunden. Profi-Tipp? Schlaflosigkeit kommt selten aus dem Nichts. Viele Grüße zurück. Die Behandlung funktioniert viel besser, wenn du dich um die zugrunde liegenden Probleme Danke. Kümmerst. Hast du eine Ahnung, was dich aufwühlt? Ich denke mal an Jojo. Diese schicken Apotheken verdrängen all diese weirden Typen namens Tobi aus dem Geschäft. Nee, es war... Ich hoffe, es wird bestimmt noch Folgen haben. Es wird bestimmt Folgen haben, aber... Okay, der Apothekenladen kommt mir eigentlich nicht so wie eine Apotheke rüber. Aber okay. Es ist ja auf eine Art und Weise ein Schmerzmittel. Okay. Meine Drogen nehme ich nur aus Gläsern in Kunstwerken. Ja, dann gute Nacht. Schlafen Sie gut. Okay, so ist es halt. Ich hätte mich anders entschieden. Wissen es. Da gehen wir jetzt durch. Wir nehmen das mit. Nächstes Mal einfach ein bisschen mehr aufpassen und gut ist. Jetzt war sie auch bei denen. Aber ich glaube, die haben die auch angesprochen. Ich sollte im Blumenladen mit Mac reden. Ja, machen wir jetzt gleich. Ich habe hier irgendwie FPS-Drops. Warum auch immer. Wir gehen da mal hin. Vielleicht haben wir jetzt hier ein anderes Gespräch, was wir... Oder anderen Gedankengang, was vielleicht. Diese Nachtschichten machen einen echt fertig. Ja, mein Schlafrhythmus ist voll im Arsch. Kaffee am Morgen, Whisky vorm Schlafengehen. Oh. Klappt wunderbar. Wir haben wirklich ein gutes Leben, ja. Kein Wort über den Unfall? Woher hätte ich das wissen sollen? Scheiße, jetzt bin ich bei Diane unten durch. Ich Danke, glaube Diane. Nämlich, der Anruf wurde abgefangen, umgeleitet, irgendwas in die Richtung. Die wollten das an dem Tag einfach durchziehen. Vielleicht hat ja Gabe auch was gegen diesen Minenverein irgendwie in der Hand. Ich würde gerne im Plattenladen noch vorbeischauen. Steph wollte, dass ich im Plattenladen vorbeischaue, wenn ich Zeit habe. Wir haben Zeit. Wir haben dafür Zeit. Hoffentlich haben wir nicht so große Auswirkungen. Mit dieser Entscheidung gerade. Let's go flirten. A little bit. Steph wollte, dass ich vorbeikomme. Sie muss hier irgendwo sein. Sieht aus, als würde Steph an einem neuen Projekt arbeiten. Hilfreich. Be back in 5 minutes. Or 10, maybe 15. Lass uns doch einfach Freunde sein. Valkyra heißt sie, okay. Typ Mutti. Auf der Suche nach Trennungssongs, ha? Huh? Der arme Kerl. Oh. Warte. Können wir es wieder anfassen? Nein, können wir nicht. Trinkvogel. Auslage. Dass er wirklich diese Platte bestellt hat. Oh Mann. Ich bin froh, dass Gabe sie überredet hat zu bleiben. Dann klopfen wir mal.
Hey, oder danke, freut sich dass du jemand? Gekommen bist. Ich habe nur kurz Zeit, aber... Hast du mit Ethan geredet? Nein, noch nicht. Die Sache nimmt ihn echt mit. Aber nach unserem Spiel heute Morgen habe ich nachgedacht. Was, wenn Ethan auch so etwas braucht? Etwas, das Spaß macht, das ihn ablenkt. Sowas wie ein Lab. Wie das, zu dem du und Gabe ihn mitnehmen wolltet? Ja, aber zugeschnitten auf ihn und Thanor. Gute Idee. Er wird es lieben. Ja, sehe ich genauso. Aber du musst mir dabei helfen. Es muss ihn so richtig umhauen. Du hast doch einen von Ethans Comics, oder? Und? Was denkst du? Wen würde der berühmte Monsterjäger am allerliebsten bezwingen? Oh, Curse the Lord of the Underworld oder Stormrider the Undead? Oh. Kravius and Lord of the Underworld. Ich finde cooler den Sturmbringer. Sturmbringer sieht wie ein würdiger Gegner aus. Ich stimme für ihn. Okay. Oh, ich muss jetzt wieder rein. Ich habe alles in meinem Notizbuch. Guck's dir mal an und hilf mir bei der Auswahl. Klar, ich schau mal rein. Haben wir gesehen, das haben wir gesehen, das haben wir gesehen. Hey Leute, da bin ich wieder. Das war ein Phone-Tap mit ihrer neuen... Gleich geht's hier weiter mit brandneuen Indie-Rock-Songs für euch. Das wäre jetzt cool, wenn sie Korn abspielen würde. Das Frühlingsfest steht vor der Tür. Gesponsert von der Typhon Minengesellschaft. Ah, der Eintritt ist dieses Jahr gratis, also bringt eure Freunde und Familie mit. Oder den oder die Ex. Dieses Jahr ist alles möglich. Okay, ich wollte kurz zuhören. Willkommen zurück, Honey. Wie war das bei Daylight? Tena, es wird Zeit, einem alten Freund einen Besuch abzustatten. Snap! Oder sollte ich sagen, einem alten Feind? Ja? Du hast hier nichts zu suchen, Monsterjäger. Ich gehe nicht, bis ich Antworten habe. Du wirst überhaupt nicht gehen. Ah, naja, oh. Oh. Das tut mir leid. So sehe ich mich auch. So ein Bauch und solche Arme. No, where's the Skysword? Fine, I'll tell you. Das Schwert wurde zuletzt in der Stadt Carneres gesehen. Carneres? Aber sie wird von Wehrspinnen heimgesucht. Alle, die nach dem Schwert suchen, verlieren etwas, das ihnen im Herzen liegt. Es ist mir vorbestimmt, das Land mit diesem Himmelsschwert zu retten. Gut, dass du nicht allein auf diese Reise begibst. Alvin. Habe ich das verpasst? Wo war's? Ab wann warst du circa weg? Dann kannst du dir erzählen. Was hast du als letztes gesehen? Und wichtiger, was gibt's zu essen? Oh. Anscheinend will Steph mehr als nur ein paar Entscheidungen von mir. Oh. Sie will, dass ich eine Bardin spiele. Mit der blöden Entscheidung. Wir waren gerade bei Steph. Wir machen eine Überraschung für Ethan mit dem Laub. Wir haben nochmal mit den Mitarbeitern von der Mine gesprochen. Was heißt gesprochen? Wir haben dazugehört und die Gedanken gelesen. Da war die Dame nämlich auch gerade noch bei denen. Und die hat denen befohlen, dass sie bitte nicht über den Mord reden. Nie mehr. Ja. Jetzt sind wir gerade im Plattenladen. Weil wir die SMS ja bekommen hatten, dass wir mal kurz vorbeischauen sollen. Dann gehen wir jetzt gleich rüber in den... Warten wir in den Blumenladen? Ah. Gnocchi Kürbis... Geil. Hört sich richtig lecker an. Lass es dir schmecken. Alex, füll deinen Charakter aus. Die Bardin. Name. Volk. Halbelf. Klasse Bade. Bade kenne ich auch erst seit Lost Ark. Fähigkeiten, Verzerrungsfeld oder heilende Serenade, Serenade, Stufe 1, Trefferpunkte 10. Wie hast du Tenor kennengelernt? Oh je. Dann bin ich wohl dabei. Fangen wir mit meinem Namen an. Okay. Alwyn
Alto Alexandra. Oh, da wir in halb elf sind, Alwyn. Wie wär's mit einer Erinnerung an Ethans alte Freundin? Jetzt zu meiner Fähigkeit. Verzerrungsfeld klingt cool, aber heilende Serenade könnte am Ende nützlicher sein. Bade ist immer Healer. Heilende Serenade, ganz klar. Wie habe ich Thaenor kennengelernt? Thaenor. Heldenhafte Geschichte, lustige Geschichte. Wir wollen ihn aufmuntern. Die Frage ist, wie sehr wir uns das Lab halt hineinversetzen. Ich will die zum Lachen bringen. Gingen ein Wolf und ein Oger in eine Bar. Oh Mann. Das ist wieder bei der Leid. Zufall? Ich glaube nicht. Oh. Wie konnte Chrissy mich verlassen? Oh. Nach allem, was wir durchgemacht haben. Trennungsmusik ist schwer zu toppen. Aber vielleicht finde ich hier etwas, um ihn aufzumuntern. Oh, wir wollen ihn aufmuntern? Den hast du nicht? Oh. Hat der Bot nicht aufgepasst. Wie können wir ihn denn aufmuntern? Die neunte Wächterin ist cool, aber nicht so cool wie Thaenor. Ich finde hier nicht. Gitarre? Gabe wollte, dass ich wieder anfange zu spielen. Vielleicht mache ich das. Mau! Auf der Suche nach Trennungssongs, huh? Der arme Kerl. Wir können hier auch nichts machen, dass Steph ein lustiges Lied spielt oder einen coolen Song über Trennung oder so. Ich finde nichts. Moment, Chrissy? Sie ist ein Hund? Red Rock Sommerkonzerte, Brüder Ramirez Waschbärenbeseitigung. Haben Sie diese maskierten Viecher in Ihrem Heim breit gemacht, rufen Sie Brüder Ramirez an, wir vertreiben sie. Hund gefunden, das kennen wir. Neuer Dialog freigeschaltet. Hey, du suchst doch nach deinem vermissten Hund, oder? Ich glaube, er ist in Todds Baumarkt. Ernsthaft? Daran, dass die Abstimmung oh, bezüglich vielen des Dank! In Hazen ich rufe da sofort an! Weitere Infos erhaltet ihr im Rathaus. Kennt ihr das, was Hi, ich rufe wegen des Hundes an. Von einer Chrissy. Lawine aus leckerer Eiscreme lebendig begraben zu werden? Geht's ihr gut? Wer auch immer gerade laut Ja gerufen oh, hat, Gott sei Dank. Mega schräg. Ist sie bei Ihnen? Zu Hause. Der Rest von euch schnappt ah, sich toll. Einfach eine ja. normal große haben Portion Sie vielen, Eis vielen Dank. Bei Avalanche Ice Cream. Kann ich sie gleich abholen? Beschneidet sich gerade ein bisschen. Kein Stress. Alles Seid gut. Ihr noch dabei, meine ich warte. Haven-Lauscherchen? Gut. Zur Belohnung gibt's Musik. Meint ihr, das Warten ist kurz warten oder warten, egal wie lange du drin bleibst, Marco, das kriegst du nicht mit? Ich glaube, es ist ein Warten, das kriegst du nicht mehr mit, was passiert. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt ein schönes Wochenende. Und wir probieren mal herauszufinden, warum jetzt unser Bruder wirklich gestorben ist. Wir sind auch im zweiten Kapitel von Life is Strange. Und ja. Das ist gut. Ich habe noch was vor. Und geiles Spiel. Das ist sehr gut. Eine tolle Zeit. Ich muss was futtern. So, die Kapitel. Vielen, vielen Dank. Lass es dir schmecken. Und später eine gute Nacht. Vielen, vielen Dank. Ich sollte im Blumenladen mit Mac reden. Blumenladen, da muss man hin. Von 15 Uhr gehe ich erstmal 7 Stunden schaffen, solange mich die Ratten im Modkeller nicht anknabbern.
Ah, der Mordkeller, gefährliche Kiste. Ganz gefährlich. Mädchen auf der Bank. Was hat sie denn? Warum können wir da nichts? Jetzt können wir. Oh, das ist doch seine Schwester. Das arme Ding. Ach, dieses Mitleid nervt langsam. 40 Jahre die Flippers. Der coole VIP-Keller. Da kriegt man noch was zu essen. Da ist der Blumenladen. Da müssen wir hin. Und dann schauen wir weiter. So. Wir sagen Dankeschön. 40 Jahre die Flippers. Opalina, da müsste ich gleich mal schauen. Da müsste ich gleich mal schauen, wann wieder getauscht werden darf. Da müsste ich mal schauen, Palina. Nicht dieser Ohrwurm. Es wird zu oft gemacht. Es ist leider ein Insider von der Gamescom. Eleanor? Sorry. Du musst dich nicht entschuldigen. Wie geht's dir, Liebes? Oh. Ich, Ich bin okay, arrangiere mich auf jeden Fall. Da ich gibt's noch rein, ja. Es immer noch zu realisieren. Gib dir etwas Zeit. Veränderung. Ihr seid ist gemeint, immer das macht mich sympathisch. Dankeschön. Meine Ohren will mit dem Tausch nicht haben. Ah ja, was das noch sein kann. Ist, Mac hier? Baby, er hat mir vorhin noch geholfen. Er ist gerade erst gegangen. Weit kann ja noch nicht sein. Hm. Okay. Danke. Wo war ich gerade? Tell me why. Ah, auch toller Song. Sie wirkt völlig verängstigt. Ich kann sie so nicht zurücklassen. Hm. Aprildrache, vielen, vielen Dank für den Follow. Dankeschön. Oh, Anni. Dann können wir uns vielleicht sehen. Und sie ist ja auch mit ein paar Leuten aus dem Chat getroffen. Vielen, vielen Dank, Aprildrache. Dankeschön. Electro-Gothic, Cat Electro Noise. Oh, das sagt mir jetzt gerade nichts. Dann schauen wir mal, was sie so betrifft. Ich hoffe, wir müssen hinter die Theke. Okay, das ist ein bisschen nah. Das ist ein bisschen nah. Hier? Wir müssen ja eigentlich auf Entfernung bleiben. Krach für die Ohren. Das muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Wir sind nach der Aufnahmepause hoffentlich wieder. Ich würde mich freuen, Aprildrachen. Ich würde mich freuen. Ich bin da. Ich bin auf jeden Fall da. Das waren sicher andere Zeiten. Muss ich noch irgendwas mir anschauen? Oh Gott. Sie vermehren sich. Die schon auf dem PC-Stuhl rockt und hibbelt. Sehr schön, sehr schön. Was willst du? Willst du dich über mich lustig machen, so wie die anderen Arschlöcher? Was? Nein. Du hast einen irren Killer-Roboter gebaut und einen Wettbewerb gewonnen. Das ist... Wir haben nicht gewonnen, sondern wir sind Dritte geworden. Und er ist kein Roboter, er ist... Warum lasse ich mich überhaupt darauf ein? Weißt du was? Okay. Scheiß auf diese Wichser. Du hast es drauf. Und ich würde deinen Roboter echt gerne sehen wollen. Also wenn du ihn mir zeigen willst. Warum ist das Shirt hier in diesem Laden? Warum kommt diese Side-Story auf einmal?
Ich muss nur linke Maustaste drücken. Der Blumler ist wirklich schön. So, eigentlich eine sehr nette Frau. Weiß nicht, was auf einmal mit dir los ist. Okay. Ich sollte herausfinden, wovor sie Angst hat. Okay. Ich wusste es. Die Stadt und die Umgebung ist wirklich sehr schön. Erst recht der Ausblick von unserer Dachterrasse aus, das ist schon Urlaub. Minenfein. Ich erledige das gleich. Komm einfach mit dem Scheck vorbei, wenn du Zeit hast. Wenn Riley das rausfindet. Das darf nicht passieren. Kann es sein, dass sie möchte, dass Riley in einem Blumengeschäft später arbeitet? All meine Erinnerungen verblassen. Ich fühle mich so leer. Oder ist dir gerade aufgefallen, dass sie dement wird? Die Ärztin meinte, ich hätte mehr Zeit, aber alles hier gerät völlig aus den Fugen. Okay, es hat nichts mit der Minengesellschaft zu tun. Okay. Ja, ihr fällt gerade langsam auf, dass sie dement wird, vermutlich. Wie versteckt sie das alles? Haben wir was übersehen? Wir haben vermutlich irgendwas übersehen. Kann sie bis jetzt auch einfach nur ansehen und nicht mit ihr reden. Da haben wir es bestimmt. Wenn irgendjemand davon erfährt, werde ich den Laden schließen müssen. Das hört sich aber nicht nach Demenz an. Oh, scheiße. Was ist passiert? Ja, Pelina, darfst du sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Nicht nur, dass sie vergessen hat, was sie getan hat. Sie hat Angst davor, alles zu vergessen. Man denkt schon, sie wäre die Sushi-Rolle. Ah, da kann man sehr, sehr gut drin schlafen. Mach ruhig, Pelina, mach ruhig. So helfen. Wie kannst du tun? Warte. Teile kurz deine Theorie. Ich warte noch kurz. Also ich dachte natürlich am Anfang erst, dass es wieder was mit der Minengesellschaft auf sich hat, irgendwie in die Richtung. Weil die momentan überall ihre Finger im Spiel haben. Aber ich glaube, wir haben hier noch eine ganz andere Geschichte. Also auf jeden Fall Alzheimer, in die Richtung geht's auf jeden Fall, aber das ist ja nicht sofort ein Punkt, wo man den Laden schließen muss. Dann holt man sich noch eine Aushilfe oder so. Was in die Richtung. Die Schuld am Tod, weil sie dachte, dass Riley sich von Mark Gabe getrennt hat und deswegen wollte sie, dass er stirbt oder so. Gedankenlesen ist die Kraft. Gedankenlesen von Menschen und auch von bestimmten Gegenständen, die eine bestimmte Bedeutung haben, wenn da irgendwas Emotionales passiert ist. Zum Beispiel, wenn bei uns jetzt in der Wohnung ist ein Riss in der Wand. Und da konnten wir bei diesem Riss oder diesem Loch in der Wand konnten wir halt die Geschichte
dahinter dann nachvollziehen. Also alles, was emotional ist, heißt negativ oder positiv. Also positiv hatten wir eigentlich noch gar nicht, dass so einer sehr am Jubeln war oder sonst was und dann konnten wir was machen. Das ist sehr gut ausgedrückt, Alina. Dankeschön. So kann man es auf jeden Fall ausdrücken, ja. Das ist eine gute Theorie. Ich bin gespannt. Ich scheine gerade etwas durcheinander zu sein. Vielleicht kann ich helfen. Schritte zurück von Riley. Ein geschenkter Nachdenken, auf etwas anderes konzentrieren. Riley fragen. Weiß es Riley? Wir könnten sie fragen. Oh nein, nein. Ich kann Riley nicht fragen. Ich will sie damit nicht nerven. Schritte zurückverfolgen. Sieht aus, als hättest du heute echt eine Menge auf der Liste. Wir könnten es zusammen durchgehen. Oh, ich will dich nicht aufhalten. Hey. Ich möchte helfen. Where you make your bed, it's love.